Der Tierpark Hagenbeck in Hamburg hat die Geburt seines ersten Eisbärenjungen im Eismeergehege bekannt gegeben. Bereits am 19. Dezember 2022 habe die 21-jährige Eisbärendame Victoria, die selbst 2002 im Tierpark geboren wurde, ihr erstes Junges gesund zur Welt gebracht. Wir freuen uns sehr über das erste Eisbärenjungtier im Eismeer. Für Hagenbeck ist dieser Nachwuchs in zweiter Generation ein enormer Zuchterfolg und der Beweis dafür, dass sich unsere Zuchtbemühungen um diese bedrohte Tierart auszahlen, so Guido Westhoff, zoologischer Direktor des Tierparks Hagenbeck. Über eine Kamera in der Geburtshöhle hätten Tierpfleger und Tierärzte das Verhalten von Victoria und ihrem Nachwuchs von Anfang an überwacht. Laut Westhoff ist der erste Eindruck vom Jungtier durchweg positiv, es wirkt gesund, munter und aufgeweckt, auch die Mutter kümmere sich sehr fürsorglich und liebevoll. Bislang würden die beiden noch viel Zeit allein in ihrer Höhle verbringen, aber durch einen Monitor im Gehege solle es bald auch für Besucher möglich sein, das Jungtier zu sehen. Der Vater des Jungtieres, Eisbärenmann Kapp, werde das Gehege verlassen, sodass Victoria und ihr Baby mehr Platz im Eismeer bekommen.